Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Aktuell gibt es nicht viele Dinge, die mir wirklich Freude bereiten, aber ich habe ein Päckchen bekommen und zwar eine Mystery Box. Ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen können, aber ich dachte mir, wir werden heute ein Video damit machen. Ich liebe Mystery Boxen. Falls ihr mich nicht kennt, ich bin Maxim. Ab und zu, wenn ich ein bisschen Langeweile habe, dann streife ich so durchs Internet und bestelle mir random Mystery Boxen, weil ich das Gefühl habe, da könnte vielleicht der ein oder andere Schnapper mit drin sein. Und ihr wisst, ich arbeite schon lange mit Pürsch zusammen. Pürsch hat jetzt ein neues System, dass es auch Mystery Boxen gibt. Und ich muss sagen, ich finde das wirklich gut, denn zu einem guten Preis kriegt man viele, viele Produkte. Und ich kenne Pürsch und ich kenne das Sortiment von Pürsch und weiß, dass Pürsch immer sehr, sehr gute Produkte hat. Deswegen kann hier nur was Gutes drin sein. Ich habe eine E-Mail bekommen von Pürsch, die möchte ich euch kurz vorlesen. Hey Maxim, mit dem Rabattcode Maxim15 bekommt deinem Community 15% auf unsere Mystery-Boxen. Im Anhang gibt es Infos. Die Love Yourself Box ist ein spannender Mix aus Make-up und Skincare. Schon mal eine gute Sache. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht reingeschaut. Unsere Mystery Love Yourself Edition Box gibt es einmal small mit einem Warenwert über 75 Euro für einen Preis von 39,90 und dann kann man diesen Rabattcode noch mit anwenden. Oder die Big Box für 165 Euro Warenwert mit einem Preis von 79 Euro abzüglich dann den Prozenten. Die Anzahl der Boxen ist limitiert und das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Es lohnt sich also, schnell zu sein. Da es sich bei der Box um eine Mystery Box handelt, können die einzelnen Produkte in den Boxen für jede Bestellung variieren. In der großen und auch kleinen Box befindet sich ein Danessa Myrix Produkt als Highlight Produkt. Falls ihr euch erinnert, ich habe vor einer Weile ein Video zu den Danessa Myrix Produkten gemacht und das hat die Art und Weise, wie ich mit Make-up umgehe, ein bisschen geändert. Also schon mal eine gute Sache. Marken in der Big Box: Transparent Lip, HUM, Browly, Jeffree Star, Danessa Myrix, The Ordinary. Dann gibt es in der Small Box Transparent Lab, Catrice, Danessa Myrix, NYX ist eine Marke, die es in der Apotheke vor allen Dingen gibt und weitere Marken. Also das Ganze klingt schon mal sehr spannend. Wie gesagt, ich habe noch keine Ahnung, was hier drin ist. Kein bezahltes Video. Ich habe die Box nur kostenlos von Pürsch zur Verfügung gestellt bekommen und ich verdiene auch nichts an dem Code. Sage ich immer wieder dazu, nur damit ihr es Bescheid wisst. Aber wenn ihr sowas mögt und vielleicht mal das ein oder andere Produkt herausfinden möchtet, dann schaut gerne in die Infobox vorbei. Wir machen das Ganze mal auf. Ich passe ein bisschen auf mit meiner Adresse hier. Wir haben hier von The Ordinary Matrixyl 10% und Hyaluronsäure. Ein High-Strength-Peptide-Serum. Ordinary-Produkte mag ich sehr gerne. Wir haben ein Master-Patch, ein Blemish-Cover. Das ist ja verrückt. Das sind 24 Patches, die man auf die Pickel machen kann. Hätte ich vor ein paar Tagen hier gebraucht. Dann haben wir, ach klasse, von Catrice die Highlighter-Palette aus der Disney und Ariel-Kollektion. Super, die hatte ich nämlich, glaube ich, nicht. Ein Jeffree Star Lippenstift, Velvet Trap in der Farbe Pink Religion. Ja, krass. Das ist schon ein krasses Teil. Es kommt in der Kamera, glaube ich, gar nicht so. Doch, kommt das. Das ist Hot Hot Pink. Mega. Die kosten ja auch so schon, glaube ich, 16 oder 17 oder 18 Euro. Eine Lidschattenpalette von Viseart, auch die habe ich schon mal benutzt und euch gezeigt. Die ist richtig, richtig gut. Browly, ein Soap Booster und ein Brow Brush für die Augenbrauen. Hier bin ich super gespannt. Das ist ein Super C Serum Vitamin C Allergic Acid Hyaluronsäure. Skincare ist wichtig und gut. Und das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Hum, Beauty Starts From Within. Ein Daily Cleanse, reine Algen- und Pflanzenextrakte. Ich glaube, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Ich glaube ja an sowas. Ne? Ich glaube tatsächlich an sowas. Ich wollte so gerne mal die von Tati ausprobieren, aber habe mich immer irgendwie nicht getraut. Falls ihr damit Erfahrung habt, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich glaube halt nicht an so Haarwachstumsgummibärchen. Das sind so große Kapseln. Wenn ich morgen aussehe wie ein junger Gott, ihr wisst Bescheid. Nein, also ich muss sagen, zu solchen Kapseln, ich glaube nicht an Kapseln, die sagen, die machen deine Haare lang. Aber diese Kapseln haben natürlich durch die Inhaltsstoffe, die sie damit drin haben, Zink, Selen, Kupfer, Mangan, sorgen sie dafür, dass der natürliche Spiegel erreicht wird. Oder dass das, was der Körper braucht, um neue Haare, neue Haut zu bilden, unterstützt wird. Ihr kriegt dadurch natürlich keine
Götterhaut über Nacht, aber zum Unterstützen zur Skincare ist das eine gute Sache. Dann haben wir hier eine Karte und hier ist auch schon das Danessa Myricks Produkt. Klasse, das ist der Colorist. Die sind schweineteuer, die Dinger. Alright, das ist eine Menge an Produkten, mit denen wir gut arbeiten können. Und wir starten einfach mal mit Skincare. Ich benutze jetzt das Matrixil Serum. Das habe ich von, hier, wie heißt die gute hier? Eliza Jones. Das ist die beste Freundin von Sabrina Rudnick, glaube ich. Von Ordinary ist das eine gute Sache. Ist ein sehr durchsichtiges Serum. Kommt mit der Pipette. Riecht natürlich nicht. Das gebe ich mir jetzt einfach mal hier so ein bisschen als Primer hin. Mhm. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Skincare ist super, super wichtig. Ich sage es immer wieder dazu, Freunde. Wenn ihr ein schönes Make-up haben wollt, nehmt die 5 Minuten Zeit morgens länger und macht eure Skincare-Routine ausgiebig. Eure Haut wird es euch danken und euer Make-up auch. Transparent Lab kenne ich persönlich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das Niche Beauty Lab Brand. Okay. Okay, das sieht super, super fancy aus. Eine ganz, ganz schwere Glasflasche in Braun. Auch das hat keinen Geruch. Und ich gebe mir das jetzt einfach mal rüber. Und dann schauen wir mal. Ich schreibe euch übrigens zu den Produkten immer die Originalpreise mit hin, dass ihr seht, was hier alles einzeln kostet. Die Haut fühlt sich super gut an, muss ich sagen. Sehr frisch, sehr aufgeplumpt. Und wir können weitermachen mit Brows. Tatsächlich mit diesen Soap Brows, muss ich sagen, wenn man den Trick raus hat, funktioniert es ganz gut. Wir haben hier wirklich dieses klare Augenbrauen-Seifchen. Und ich nehme jetzt einfach ein Wasserspray. Macht das nass und hier ist tatsächlich auch der Spoolie dran und dann reibe ich das hier richtig schön ein. Und dann gehe ich durch die Augenbraue durch, erst von oben nach unten und dann von unten nach oben und nehme mir das überschüssige Produkt ab und lasse es trocknen. Was ich damit übrigens immer ganz gerne mache mit so Soap Brow Produkten ist, wenn ihr einen Bart habt, einfach mit diesem Bürstchen hier so ein bisschen durchgehen. Das sieht dann am Ende overall super, super ordentlich aus. Nehmen wir noch ein bisschen mehr Seife. Mhm. Und die Augenbrauen sind in der Form. Es dauert immer einen kleinen Moment, bis es angetrocknet ist. In der Zwischenzeit können wir uns aber um unsere Base kümmern. Für die Base war jetzt selber nichts drin, außer die Skincare. Deswegen benutzen wir jetzt hier einfach von Catrice den Hydro Skin Tint. Den neuen, den mag ich sehr, sehr gerne. Und übrigens, ihr könnt bei Purish natürlich auch sowas wie Catrice kaufen. Ne? Also das findet ihr dort schon. Ich nehme einfach einen Brush und wir arbeiten uns die Foundation einmal ein. Zum neuen Catrice-Sortiment gibt es ein ganzes Video. Also falls euch das interessiert, ich verlinke euch das einmal hier. Ist eine super schöne, leichte Foundation und ihr seht das. Ne? Ich liebe im Moment diese leichten Looks, dieses frische, glowige auf der Haut. Das perfektioniert tatsächlich die Haut. Und in dem Moment, wo ihr wirklich eine schöne Skincare-Routine gemacht habt, ich hatte vor dem Video natürlich auch schon so ein bisschen Skincare drauf, deswegen, weil ich ja nicht wusste, was in der Box mit drin ist, aber ihr habt ein schönes, frisches, gesundes Ergebnis. Und jetzt wollte ich eigentlich den Jeffree Star Lippenstift als Blush benutzen. Ich weiß nicht, ob ihr die Palette von Viseart kennt, als falls ihr das Video nicht gesehen habt. Ich zeige sie euch mal. Das ist eine echt krasse Palette. Ihr habt einmal hier die Palette, hier steht Viseart mit drauf und dann kann man die so super fancy aufklappen und ihr habt hier so ein richtig schönes Schätzchen. Und dann, oh nein, ich bin ein Idiot. Mir ist ein Fännchen rausgebrochen und das ist kaputt. Okay, schade. Nun gut, nicht so schlimm. Ach, verrückt. Das ist magnetisch hier. Das heißt, man kann die Fännchen auch rausnehmen und in so eine Z-Palette reinmachen. Was ich euch sagen wollte, die Palette ist sehr, sehr bunt und sehr, sehr vielseitig einzusetzen. Ihr habt schöne, frische Frühlingstöne. Und deswegen möchte ich heute auch wirklich so einen super artistischen Look schminken. Ich nehme jetzt... Wow. den Blush und den Lippenstift. Und trage mir das hier als Blush auf. Und dafür ist es wow. Ich übertreibe es jetzt heute mal. Ich möchte wirklich was Artistisches machen heute mal. Dass ihr seht, was man mit diesen Produkten machen kann. Wirklich schön übertreiben heute. Wow. Wow. Das ist eine Farbe. Das ist wirklich eine Ansage. Ich hätte tatsächlich gar nicht so viel gebraucht. Ich lasse es jetzt noch mal kurz auf der Hand, mache ein bisschen Concealer drauf. Ich benutze dafür einfach diesen Nabla-Concealer. Ich glaube, den gibt es auch bei Purish. Ich mag den sehr, sehr gerne. Und blende mir den hier einfach so ein bisschen hin. Freunde, trust the process. Es wird heute wild.
Ich liebe diesen Overblush-Look. Und das Schöne bei diesem Lippenstift ist halt, das ist halt ein, ja, Velvet Matt, ne? Also der ist recht matt auf der Haut, beziehungsweise auf den Lippen und sorgt dafür einfach für diesen schönen Rosy Touch. Was ich dazu jetzt machen möchte, ist, ich benutze jetzt hier die Ariel-Palette und die ist ja farblich auch so ein bisschen bunt, sage ich mal. Hier ist ein bisschen rosafarbener, hier so ein bisschen neutraler und hier noch ein bisschen dunkler. Deswegen gehe ich in die Farbe Sparkling Shell und highlighte mir jetzt ein bisschen mit allen Farben hier punktuell einfach mal alles. Super schöne Palette. Ich hatte die tatsächlich damals auch nicht benutzt bei den Catrice Princesses. Ich hatte mich ja auf die Lidschatten konzentriert. Schöne Palette und von den Riesenpfännchen. Da sind 21 Gramm drin. 21 durch 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 7 Gramm, das ist eine Menge, muss man sagen. Ich bin nicht die hellste Kerze, Freunde. Ihr kennt das. Okay, Base ist wild, Base ist da. Ich brauche aber dringend ein bisschen Kontur in meinem Gesicht, denn ich sehe ein bisschen aus wie Sonnenstudio. Und gebe mir jetzt so ein bisschen Kontur hier hin und habe dadurch natürlich gleich so ein bisschen Definition im Gesicht. Freunde, wir machen weiter mit der Palette. Die kenne ich schon. Falls ihr das Video dazu nicht kennt, ich verlinke euch das mal hier oben in der Ecke. Ich nehme jetzt hier diesen super schönen Korallton. Das ist einer meiner liebsten Farben gewesen, denn der passt A, jetzt perfekt zu diesem Blush. Das heißt, ich kann die Farbe hier richtig schön aussmoken und ich kann wirklich frühlingshaften Look machen. Ich weiß, das ist kein klassischer Look, den ich sonst schminken würde. Das ist auch jetzt nicht unbedingt ein Look, den ich im Alltag tragen würde. Vor allen Dingen nicht mit so viel Blush. Aber ich möchte mit meinen Videos, dass ihr seht, was man mit den Produkten alles machen kann. Und am Ende ist Make-up ja auch irgendwie eine Kunstform. Und ich will nicht, dass ihr immer nur braune Cut-Creases bei mir seht, sondern ich möchte, dass ihr auch Spaß mit Make-up habt. Und das ist das, was mir halt zwischenzeitlich auch so ein bisschen gefehlt hat, dass ich das Gefühl hatte, dass Make-up mir keinen Spaß mehr macht, sondern halt nur noch so eine Verpflichtung ist. Und wenn ich mir Zeit nehme, und deswegen bestelle ich mir tatsächlich auch einfach so random mal Mystery Boxen, ich nehme noch das Pink und blende es hier vorne mit rein, bestelle mir halt random Mystery Boxen, dann, weiß ich nicht, erlebe ich was mit dem Make-up. Und das macht mir Spaß und das bereitet mir Freude. Und wenn ich 10 Minuten aussehe wie ein Gay Flamingo, it's okay. Ich liebe den Highlighter, muss ich sagen. Ich gehe gleich mit diesem Korallton hier oben rauf und dann toppe ich das Ganze mit diesen Schimmertönen hier auf meinem beweglichen Lid. Wobei, nee, wartet mal, wir haben ja noch das Danessa Myricks Produkt. Davon nehme ich mir ein bisschen was. Das ist halt so ein Liquid Eyeshadow im Prinzip. Man kann damit aber alles machen. Und ich gehe damit jetzt in diesen Velvet Matte Lipstick und habe dadurch so ein Metallic Hot Fuchsia Pink Liquid Mono Lidschatten. Geil. Ich weiß nicht, ob ihr den Effekt auf der Haut sehen könnt. Ich nehme mal noch ein bisschen was von diesem Lidschatten hier. Der ist halt extrem reflektierend, ne? Und dadurch kann ich einfach so ein bisschen Dimension auf meine Haut bringen. Ihr könnt das natürlich auch auf eure Lippen bringen. Ich habe dann nochmal so ein anderes Produkt. Wow. Ich lasse das Ganze mal kurz antrocknen, blende hier noch so ein bisschen rüber. Okay, it's a lot, Freunde. It's a lot. Aber die Base und die Lippenkombination vor allen Dingen, ne? Also, so wäre mir das persönlich zu viel. Ich weiß, wer sich über diesen Lippenstift freuen wird, meine Mutter. Aber so als Blush oder als Frische-Effekt ist das gar nicht schlecht. Ich werde mir jetzt mal noch ein bisschen die Augenbrauen machen. Die Soap Brows sind mittlerweile angetrocknet. Die bleiben dann tatsächlich auch so. Einfach hier noch so ein bisschen durchgehen. I feel like a flamingo today. Ich nehme jetzt mal noch einen Lip Liner und mal hier und hier so einen Schatten hin und blende den dann ganz leicht aus. Und ganz ehrlich, das ist ein echt krasser Look, nur mit der Mystery Box. Krasser, aufregender Look gewesen. Und hat Spaß gemacht. Ich muss dazu sagen, das sind natürlich jetzt alle Produkte ins Gesicht gebracht, damit ihr seht, was man damit machen kann. Aber man sitzt ja meistens nicht da und schminkt nur einen Look mit einer Lidschattenpalette. Und diese Viseart-Palette kostet, glaube ich, 36 € und ihr habt wirklich eine Menge Möglichkeiten damit. Also dafür lohnt sich das schon. Jeffree Star,
Für Oma, beziehungsweise wenn es mit dabei ist, echt eine gute Sache. Und die ganzen Skincare-Produkte hätte man sich ja sonst wahrscheinlich auch so nicht gekauft. Und so lernt man neue Produkte und neue Marken kennen. Ich bin echt gespannt, was ihr zu Mystery Boxen an sich sagt. Mir macht das Ganze natürlich immer Spaß. Das ist jetzt natürlich kein Look, wo ich sage, okay, das ist jetzt der neueste Schrei. Die neue Catrice Mascara ist der neueste Schrei. Ich liebe die. Aber it's a look. It's a look, nur mit einer Mystery Box, mit echt krassen, teuren Produkten hier. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls ihr Bock auf Mystery Boxen habt, Pirsch hat verschiedene. Also es sind natürlich auch immer unterschiedliche Produkte mit drin, aber das ist eine random Mystery Box. Also da stand jetzt nicht, hallo Maxim, hier ist deine Mystery Box, sondern einfach eine, die nicht curated wurde. Ich liebe den Look mit einem pinken Hintergrund. That's the vibe. Freunde, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.